ganz klare Physikstunde. Ja, das heißt, es hat eigentlich mit mir relativ wenig zu tun. Linse, also für mich ist Linse irgendwas Braunes, was man essen kann. Also deswegen, ich verstehe nicht, was eine Linse ist, brauche ich auch nicht zu verstehen. Darüber unterhalten wir uns auch nicht. So, die Aufgabe bitte nochmal vorlesen. Die Linsengleichung. A. Gegeben soll die nebenstehende Linse mit einem Pfeil der Höhe g als Urbit mit einem Pfeil der Höhe b. A. Benennen Sie die Zwischen m und b sowie die Größe f, b, g. So, also m, was haben wir noch? Dann p, dieses hier. Heißt der p oder? Heißt der p? Also m, p. Was ist m? Letzte Reihe. Das Zentrum Z. Ja, das ist mathematisch gesehen richtig, physikalisch gesehen. Also ja, das M ist das Zentrum, gibt es gar keine Frage. Aber physikalisch gesehen hat M einen Namen. Was? Ja? Ja? Das ist M, ist der Mittelpunkt der Linse. Also M ist der Mittelpunkt der Linse, der heißt M. So, dann gibt es diesen Punkt P. Dieser Punkt P ist wieder ein Punkt, der einen physikalischen Namen hat. Der Name B ist eigentlich schlecht. Hätte ihn anders nennen können. Wie nennt man den Punkt P? Der heißt Brennpunkt, heißt der. Kann mir jemand erklären, was ein Brennpunkt ist? Also es ist so, wenn man eine Linse in die Sonne hält. Wenn man eine Linse in die Sonne hält, ja? Das ist auch der Punkt, wenn man den Brennpunkt zum Beispiel aufs Gras hält und dass man in die Sonne hält, dann verbrennt eigentlich und das ja. Genau, das bedeutet, da wird es ungeheuer heiß im Brennpunkt. Deswegen heißt der Brennpunkt. So kann man mit einer Linse Feuer machen. Oder andersrum, wenn man eine Flasche im Wald wegwirft, dann wirkt die wie eine Linse. Und wenn eine Scherbe wegwirft. Und wenn die ungeschickt liegt und die Sonne da drauf scheint, dann kann es sein, dass da ein Waldbrand davon entsteht. Ja, also das heißt, weil der Brennpunkt, da konzentrieren sich die Sonnenstrahlen, die konzentrieren sich alle da drauf und da wird es richtig heiß. Was war noch gefragt, außer? Die Größe F, B und G. Gut, also da gibt es diese Größen, wenn ihr den Brennpunkt nicht mal kennt, dann ist F ist die sogenannte Brennweite. Alles bitte mitschreiben. Ihr müsst das für Physik wissen. Also für mich müsst ihr es nicht wissen. So, dann haben wir B. Das ist die Bildweite. Und G ist die Gegenstandsweite. Und ja, tatsächlich umgekehrt. Also so wie man mit der Linse Feuer machen kann, so sind die Brillenträger unter euch. Die haben hier irgendwo ihr Auge und sehen dann durch die Linse irgendeinen Gegenstand. Also das heißt, da ist so ein Gegenstand, der wird durch die Linse, durch die Brille irgendwie so dargestellt. Aber nicht nur die Brillenträger, auch die Nichtbrillenträger haben eine Linse im Auge. Ja, und die funktioniert ganz genauso. Übrigens ist es tatsächlich so, dass wenn wir schauen, dann sehen wir das Bild eigentlich umgekehrt. Ja, das heißt, im Auge wird das, was wir sehen, umgekehrt dargestellt. Aber das gefällt dem Gehirn nicht, weil das Gehirn sagt, es kann doch gar nicht sein, dass die da alle auf dem Kopf rumlaufen. Und deswegen dreht das Gehirn für uns das Bild um, dass wir sehen, dass es tatsächlich richtig ist. Es gibt Brillen, die das Bild nochmal umdrehen. Wenn ihr so eine Brille nehmt und aufsetzt, dann ist ja die Welt verkehrt rum. Dann sieht das Gehirn irgendwann mal, oh, die Welt ist ja verkehrt rum, dann dreht es das Bild wieder. Funktioniert tatsächlich. Könnt ihr mal probieren, so eine Brille aufziehen, ja? Wenn man sich da theoretisch an die Brille dann und das Gehirn dann das Bild wieder umdreht. Ja, dann. Wenn man das abnimmt, ist es dann. Genau, richtig. Das heißt, wenn man diese Brille aufzieht, dann dreht es das Gehirn wieder. Und dann, wenn man die Brille wieder abzieht, dann sieht man es richtig. Aber das findet das Gehirn dann wieder nicht gut und ja, ist völlig richtig, genau das. Also nur zum Wissen. Gut. Ja, und so heißen die Sachen, die B bitte. Finden Sie zwei Paare ähnlicher Dreiecke. Das heißt, in dieser Zeichnung gibt es zwei Paare ähnlicher Dreiecke, die bitte finden. Und wer sie gefunden hat, den Strahlensatz anwenden. So, die zwei Paare
Die zwei Paare von ähnlichen Dreiecken, bitte. Zweite Reihe. Ich habe bei MC. Der hier, so. Der hier, ja, dieses Dreieck. Und dann noch MDC, das ist auch ein. M. Das ist, also meiner Ansicht nach ist es richtig, dass die beiden Dreiecke ähnlich sind, aber das ist kein Zahlensatzfigur. Also ja, sie sind ähnlich, aber nein, ich brauche sie nicht. Ja? Ja, genau das. Also das heißt, dieses Dreieck hier und dieses hier, das ist das erste. In diesem Dreieck können wir den Strahlensatz anwenden. Einfach versuchen, in dem Dreieck einen Strahlensatz anzuwenden. Da gibt es aber noch ein zweites Dreieckspaar. Also ja, da habe ich die Linie nicht hingezeichnet. Die eine Linie, die noch fehlt, ist die hier. Ich glaube, im Buch ist sie drin. Die Linie gehört zum zweiten Dreieckspaar. Ja. MDP und PDE. Genau das. Diese beiden Dreiecke. Die sind ähnlich und die auch. So, und jetzt bitte in beiden Dreiecken den Strahlensatz anwenden. Aber nur mit den Größen, die ich hier auch angeschrieben habe. Also, ja, man kann es natürlich dann noch ein bisschen weitermachen. Ich glaube, ich muss den Punkt einen Namen geben. Ich habe hier C, hier D. Heißt der B, der Punkt? Der heißt B. Wie heißt der? Der heißt E, steht dran. Der heißt M, wie heißt der? Ja? Gut, also so, ich sage nochmal, welche Größen die interessanten sind. Also das hier darf verwendet werden, ich mache da überall einen roten Kringel drum. Das und das. Das sind so die wichtigen Sachen, die wir mit verwenden. Also bei den Strahlensätzen sollen diese Buchstaben damit auftauchen. Machen wir erstmal die einfache Strahlensatzfigur. Das ist das hier mit diesem die einfache Strahlensatzfigur. K ist gleich. Das F ist nur diese Länge hier. Das F durch G stimmt nicht. Sondern? B durch G. Ja, also das durch G, das ist völlig richtig. Das ist der erste Strahlensatz. Also B durch G ist K. Da gibt es aber nochmal ein zweites, was wir mit dem K machen können, ja? Das ist dann Groß B durch Groß G. Jawohl, erster Strahlensatz ist diese Verhältnisgleichung. Sehr gut, die will ich so haben. Die zweite Figur zeichne ich in die Zeichnung mit Gelb jetzt ein. Das Gelbe habe ich ja auch hier. Das hier ist die zweite Strahlensatzfigur. Bitte in der zweiten Strahlensatzfigur, jetzt, das ist neues K, das nenne ich jetzt K'. Bitte. Ja? Das ist B durch DM. Moment. B durch DM. Ja, das würde ich aber gerne genauer wissen. B durch DM stimmt. Aber diese Länge DM, die haben wir schon mal. Das ist richtig. Diese Länge, die gibt es in der Zeichnung nochmal. Dritte Reihe. Das ist das hier. Man muss erkennen, dass das hier sich tatsächlich als G wieder, dass das wieder G ist. Deswegen, das hier soll parallel sein. Das muss parallel sein, damit dieses, das stimmt tatsächlich. Jetzt das zweite, ist schon nicht mehr so einfach. Also jetzt haben wir B durchgehen und die zweite. Zweite ist das zu dem. Das zu dem, das zu dem. Also da schreibe ich mal PE durch PM hin. So, was ist PE oder was ist PM? Mit den Buchstaben, ja. PM ist F. Genau das, das ist also mal diese Länge hier. Jetzt ist die Frage, was ist PE? Ja? PM ist F. Tatsächlich. Also ist das hier denken wir mal weg, das ist unsere zweite Gleichung. So, das ist BF. So, das ist unsere zweite Gleichung. Gut, und jetzt geht es darum, dass wir ja eine Linsengleichung haben wollen. Wer genau hinschaut, der sieht, dass wir beides mal hier ein B durch G haben. Und das heißt, ich habe zwei Gleichungen, das K und das K' ist geistig weg, die ich gleichsetzen kann. Gleichsetzungsverfahren, das kennen wir. Also habe ich B durch G ist das gleiche wie klein b durch klein g. Und das ist aber auch das gleiche wie b minus f durch f. Und das lasse ich dann weg. Das hier ist erstmal die Linsengleichung. Die heißt Linsengleichung. Das Problem von dieser Linsengleichung ist, wenn ich ganz ehrlich bin,
die sieht nicht schön aus. Jetzt gibt es die eine Hälfte der Menschheit, die sagt, egal wie das Ding aussieht, wird schon stimmen. Also lerne ich so auswendig. Die andere Hälfte der Menschheit sagt, nee, nee, jetzt gucken wir uns mal das an. Vielleicht können wir das so lang umformen, bis da etwas steht, was es irgendwie lohnt, auswendig zu lernen. Und das funktioniert mit dem Ding hier tatsächlich. Da muss man allerdings ein bisschen tricksen. Ein bisschen tricksen heißt, als erstes tue ich mal die Brüche auflösen. Das heißt, ich multipliziere durch mit G und mit F. Wenn ich hier mit G und mit F durchmultipliziere, steht dann BF gleich GB minus GF. Ja, jetzt habe ich mit den beiden durchmultipliziert. Nicht, dass das jetzt unbedingt schöner aussieht, aber es ist zumindest mal strukturierter. So, jetzt wisst ihr ja, Minuszeichen ist was, was ich nicht so sehr mag. Das heißt, jetzt tun wir das Minuszeichen wegmachen, indem wir einfach das GF auf beiden Seiten addieren und dann habe ich GF plus BF gleich GB. So, und wie gesagt, die eine Hälfte der Menschheit sagt, okay, ist wieder gut. Die andere Hälfte aber fängt jetzt an, mystische Dinge zu machen. Und das Ende vom Lied ist meiner Ansicht nach eine ziemlich interessante Gleichung. Und das, jetzt fange ich an, also bis hier war es noch alles vernünftig, jetzt kommt die höhere Mystik, also warum ich auch immer das mache. Ich dividiere als erstes Mal durch B. Das darf ich machen, wenn die Bildweite größer 0 ist. Okay, das Ding, was ich betrachte, sollte ja nicht im Auge sitzen. Ich dividiere durch B und dann kriege ich GF durch B plus BF durch B. BF durch B ist nur noch F. Ist das gleiche wie. Und GB durch B ist nur noch G. Jetzt habe ich halt hier einen Bruch und hier steht was Schönes. So, jetzt dividiere ich das Ganze durch F. Wenn ich das Ganze durch F dividiere, bleibt der Bruch wie er ist. Nur das F fällt weg, dann steht hier ein plus 1 gleich G durch F. So, und was mache ich jetzt? Wenn ich einmal durch B, einmal durch F dividiert habe, dann dividieren wir noch durch G. Jawohl. Und dann steht da 1 durch B plus 1 durch G gleich 1 durch F. Und das, was hier steht, das ist jetzt nur die tatsächliche Linsengleichung. Also das verkauft man den Leuten, ist aber äquivalent zu dem und die ist äquivalent zu dem, wenn die Größen G, B und F nicht 0 sind. Dann sind die äquivalent und das lässt sich auch leicht sich merken. Das ist die Linsengleichung. Wer hat eine Gleichung dieser Form schon mal gesehen? Also das, was ich hier hingeschrieben habe, gibt es tatsächlich in der Physik noch an ganz anderer Stelle. Parallelschaltung von Widerständen ist exakt die gleiche Form. Also das heißt, das ist eine Struktur, die es vergleichsweise häufig gibt in Situationen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und deswegen, das ist die Linsengleichung. Ich schreibe jetzt nicht 1 durch B plus 1 durch G gleich 1 durch F. Und kann man dann nicht nochmal F und mal G mal G machen? Das ist richtig, dann kommen wir irgendwann mal wieder auf diese Gleichung hier oben. Ja, ich sag's nur, aber von der Gleichung sehe ich eben nicht diese innere Struktur, dass wir hier diese Widerstandsgleichung quasi kriegen.